Männer, Oberkörper groß. Im heutigen Fahrsicherheitstraining-Video mit der Salzburger Polizei lernen wir alles über das Slalomfahren und seine Bedeutung im Fahrverhalten und der Sicherheit. Slalom, für uns eine der wichtigsten Übungen, dass man speziell jetzt nach dem Winter wieder locker wird. Einfach zum Fahren, glaubt man, ist aber eigentlich gar nicht. Beim Slalom, und das ist das Wichtigste, es geht nicht um Geschwindigkeit. Wir sehen das dann immer wieder, dass heute manche da eigentlich irgendwie so einen Sport draus machen, wer am schnellsten da durchkommt, und das geht überhaupt nicht beim Slalom, sondern es geht um den Bewegungsablauf beim Slalom. Das heißt, ein Slalom kann ich halt eigentlich, soll ich nicht durchwedeln, wie es so manche getan, sondern ich soll wirklich das Drücken vom Motorrad anwenden. Wir kennen das alle als Motorradfahrer, es gibt drei verschiedene Arten, wie ich ein Motorrad bewegen kann. Das eine ist Drücken, das heißt, ich drücke das Motorrad weg, ich drücke das Motorrad nach links oder nach rechts von mir weg, das andere ist Legen. Das andere ist eigentlich das, der Hanging Off, das, was wir eigentlich im Straßenverkehr überhaupt nicht sehen wollen und was auch im Straßenverkehr überhaupt nichts bringt. Also wenn ihr das seht, wenn euch einer meint, der muss dann mit dem Knie unten am Boden fahren, das ist der größte Schmarrn, was es im Straßenverkehr überhaupt gibt. Gell? Weil im Endeffekt ist er nicht schneller wie einer, der was normal fährt mit dem Motorrad und der was kann. Gell? Und im Endeffekt, die meisten kennen es eh nicht, das muss man auch dazu sagen. Beim Slalom selber ist ganz wichtig, wenn das Hirtal kommt, schaut es nicht auf die Hirtal runter. Der Blick geht über die Hirtal drüber, es schaut in die Ferne, es seht es eigentlich nur so peripher unten. Weil wenn es auf die Hirtal runter schaut, seid ihr immer zu spät oder zu früh dran. Gell? Also das heißt, nicht auf die Hirtal konzentrieren, sondern gerade nach vorne schauen. Der Oberkörper bleibt gerade und es drückt unter euch das Motorrad nach links und nach rechts. Das heißt, die Bewegung geht aus der Hüften raus. Das heißt, ich fange halt an und schiebe das Motorrad mit der Hüften nach links. Mit den Ohren abgewinkelt, drücke ich das Motorrad nach rechts. Und dann beim nächsten Hirtl wieder dasselbe. Und das soll die harmonische Bewegung werden. Hände weg von der Kupplung, also nicht dazwischen Kupplung, sondern schauen, jetzt müsst ihr euch, wir kennen da jetzt keinen Gang sagen, gell, weil jedes Motorrad ist anders. Sucht euch den Gang, wo es am schönsten durchholt, wo es halt nicht anfängt zum Stocken. Wenn die Geschwindigkeit zu schnell wird, geht es nicht vom Gas runter, weil was tut das Motorrad, wenn ich vom Gas runter gehe? Es knickt vorn ein, sondern reguliert es mit der Hinterradbremse. Das heißt, die meisten Motorradfahrer, die was wir da haben, die wissen eigentlich, glaube ich, manchmal gar nicht, dass sie Hinterradbremsen haben, die haben es komplett ausgeblendet. Es wird halt da lernen, dass ein Hinterradbremsen gerade im Langsamfahrbereich eine ganz eine wichtige Wirkung hat. Gell? Weil alles, wenn ich halt langsam fahre, die Geschwindigkeit zu verringern, mache ich alles mit der Hinterradbremse. Weil wenn ich in die vordere eingreife, wenn wir dann bei der Kurve sehen, dann knickt man das Motorrad vorne ein. Und wenn es mit dem Motorrad vorne einknickt, ist das irrsinnig schwer zum Erhalten, dass man nicht ganz umfällt. Und dann hat jeder die Gelegenheit, die Anweisungen in die Tat umzusetzen und zu üben. Die Fahrer des Roten Kreuzes lieferten hervorragende Fahrleistungen, bekamen aber noch wertvolle Tipps von den Instruktoren, da man nie aufhört zu lernen. Sowohl Christian Sommerlaut als auch Franz Ramsauer behielten alle gut im Auge und waren immer bereit, Ratschläge zur Verbesserung des Fahrverhaltens und dadurch der Sicherheit im Verkehr zu geben. Der Oberkörper will immer gerade bleiben. Du drückst das Motorrad weg, der Oberkörper bleibt gerade, nicht mitlegen, wenn du dich mit reinlegst, bei der Geschwindigkeit, alles dumm. Ja. Weil du den Schwerpunkt rein verzierst. Ja. Oberkörper bleibt gerade, das Motorrad geht weg. Das heißt, im Endeffekt schaut es aus, wie wenn du den Oberkörper vom Motorrad wegdrückst. Und mit diesen letzten Erklärungen war ich nur an der Reihe zu probieren. Und nun zum Start. Und los geht's! Ich war einmal gut im Slalomfahren, aber mit der Zeit kamen schlechte Gewohnheiten dazu, welche auskorrigiert werden mussten. Und jemand war schnell da, um wertvolle Tipps zu geben. Besser? Nicht lenken, Alexis, also nicht halt hergehen und halt so fahren. Sondern im Endeffekt fällst du den Lenker gerade und du machst eigentlich alles nur, indem du halt das Motoralarm in der Pflicht bist, aber wenn du dich nicht lenken, eben genau nicht diese Bewegung. Gell? Ja. Das heißt, wenn du da oben fährst, einfach immer aus der Hüfte ausverschieben, da musst du es rauskommen. Du schiebst das Motorrad einmal nach links und einmal nach rechts. So. Genau, einmal nach links, einmal nach rechts. Genau die Bewegung, was ich mache. Okay. Genau so soll es rauskommen. Gell? Aber es gab immer noch Platz für Verbesserungen. Vielleicht bin ich besser im Filmen als Slalom fahren. Zum Motorrad fahren gehört das dazu. Der Christian fährt, der Flug fährt ja am Los. Okay, mach ich.
Und als Christian mir selber nochmal zeigte, wie man den Slalom fährt, konnte ich Verbesserungen zu meinem Fahrstil machen. In der nächsten Folge sehen wir uns Sicherheitsausrüstung wie Airbag-Jacken und Nackenstützen an. Bis dann!